und seine Ausdauer, weil der kotzt mich an, der Typ, ey. So, das heißt, da lang. Ja, von da sind wir doch voll gekommen, oder? So, Stone haben wir auf der linken Seite, genau. Ja, dann laufen wir noch. Ja, genau, da. Da müssen wir dann lang. Oh, wir verlaufen uns hier. Wow. Okay, ja, lauf, ey. Zeig mal, was Eile heißt. Ich denke mal, das müsste dann der Weg sein. Stonehenge. Da hinten war unser Zelt. Wie nah ist das denn vom, Ja, eigentlich müsste das hier sein, genau. Also versuchen wir das. Was? Der Typ nervt. Du bist gerade nur 2 Meter gelaufen und der hat schon wieder keine Puste, ey. Das ist ein Zigeuner. Okay, er wird jetzt fragen, wollen wir wissen, dass es ein Zigeuner ist? Was, das ist nur so ein Ausdruck. Mensch, nimmt da nicht mit. So, und jetzt? Wo bin ich jetzt? Weil es rechts laufen? Also weiter hier lang? Weil das könnte wahrscheinlich der Felsen sein, wo wir jetzt gerade vorstehen. Könnte ich mir vorstellen. Das heißt, wir laufen jetzt rechts lang. Also hier. Ich hoffe doch, dass ich da gerade das richtig lese. Gut, das wird jetzt. So, und jetzt. Da müssten wir gleich irgendwann zu der Brücke kommen oder sowas. Das ist jetzt nur die Frage. Aber wahrscheinlich hier. Aber wir müssen ja dahin. Somit ist jetzt die Frage. Aber die Wege führen doch. Ich verstehe das nicht. Karten lesen ist halt niemand. Ich hätte auch genauso gut da lang laufen können. Das heißt, wir kommen auf dem gleichen Wege raus. Ne, Moment mal. Hier geht es ja noch hoch. Das heißt, wir sind immer noch rechts. Am anderen Weg. Sind wir mal hier hoch. Könnte ja sein, dass wir hier richtig sind. Jetzt. So, wo sind wir jetzt? Irgendwo hier oben, denke ich doch. Mal hoffe ich doch zumindest. Ja, da kommen wir wieder nicht weg. Das ist wieder da, wo wir gerade waren. Das ist die Frage. Wir sind ja von da gekommen. Ist das links runter oder da lang? Da lang. Das heißt, ich laufe dann wieder im Kreis. Deswegen verstehe ich. Ja. Gute Frage, nächste Frage. Ich bin gerade etwas verwirrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Erst laufe ich da hin, dann laufe ich da nicht hin. Dann laufe ich jetzt nach unten, aber da kann ich nicht lang. Das heißt, da wieder zurück wahrscheinlich. Oder ich gehe jetzt hier oben her. Es ist so irre, ey. Echt so irre. Verwirrend. So habe ich gerade so den Geruch von Grill in der Nase. Wenn ich so nach draußen gucke, die Sonne scheint, jetzt bin ich schon wieder mit diesem. Ja, ich weiß, wo wir sind hier. Da, wo. Da. Keine Ahnung, das könnte wahrscheinlich hier sein, oder? Das könnte doch wahrscheinlich da sein. Gehe ich jetzt. Ich denke mir jetzt einfach, dass das da ist. Ne? Ein paar Meter haben wir schon hingelegt, das heißt, von da aus geht es dann gleich nach links, dann wieder nach rechts und dann links, also Schlängelweg. Ja, das heißt, hier geht es noch weiter geradeaus erstmal. Das
Dann sind wir gleich wieder da, wo die Knallhoppes waren. So, warte, was hat er gesagt? Nach links oder nach rechts? Von da aus, ja, geradeaus weiter, dann von da aus danach. Müsste es ja links. Okay, links, das heißt da lang. Ja, ist gut, richtig ab. Da wäre die scheiß Kirche. Genau, hier jetzt nach links. Ich krieg die Krise. Ich hab aufstoßen gerade. Sorry. Jetzt bin ich wieder hier. Hier, wo es nicht weitergeht. Willst du mir sagen, dass ich da unten nicht lang darf? Oder wie machen wir das jetzt? Er dreht sich also. Jetzt, was mache ich jetzt? Ich sollte ja im Zickzack laufen. Also links, rechts, links. Ich gehe jetzt von der Schlucht. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier unten hin. Und mal kurz orientieren. Das heißt Schlucht, wo Schlucht. Aber da gibt es ja irgendwie einen Weg durch, oder was? Krieg ich einen Anfall. Ich hasse diese Stelle hier unten, weil ich nicht weiß, wo ich lang muss. Ich springe jetzt einfach runter und dann war es das, oder? Nee, lieber nicht. Das wird zu langweilig. Da kann ich mir den ganzen Scheiß von vorne machen. So. Ruhig. Richtig wieder ein, Norbert. Warte mal. Wo? Da? Warte mal. Mal hier lang. Ich bin ja gerade. Hier wieder. Das fängt ja schon wieder an. Da ist eine Brücke. Hatten wir die schon? Oh Mann. Jetzt wirst du wieder gejagt. Das heißt hier. Hä? Bin ich hier nicht schon gewesen? Alter, was ist? Lauf doch mal! Ich hätte weiterlaufen müssen, aber ich hatte Angst, dass der jetzt ein Felsen kommt und mich erschlägt. Also wir waren da jetzt schon richtig, okay. So, das lädt ziemlich lange.
Bin gespannt, wo wir jetzt wieder starten. Was für ein Speicherpunkt wir da hatten. Wahrscheinlich wieder jetzt an der Brücke. Ach nee, ne? Nicht. Durch die Krise. Wo war das jetzt wieder? Das war da oben am Arsch der Welt, ey. So langsam habe ich es aber gesagt. Die Speicherpunkte hier sind mal echt mal für den Arzt, ey. Ach komm, lauf doch mal, ey. Was haben wir hier wieder denn? So. Schlucht, Wald, oder soll das jetzt nicht der Wald sein? Aber den Wald, den wir vorhin hatten, der war etwas anders, ne? Starten wir ausgerechnet da wieder. Ja, Freunde, so ist das hier. Hier wirst du nur verarscht. Oh, ich laufe einfach mal hier. Ich glaube, da bin ich ja vorhin nicht lang gelaufen. Ne? Also laufe ich doch jetzt mal. Hier ist ja, kann man ja lang laufen. Sieht man so eine Lichtung. Ja. Sieht ja nach dem Weg aus. Nein, ich gehe hier weiter. Das Knarzen der Bäume. Ja. Ein Waldspaziergang bei Nacht. Der Mond hell erstrahlt. Das Heulen des Wolfes, mir die Gänsehaut vollzieht. Da ein heller Feuerblitz am Himmel. Es ist Superman. Er ebnet mir den Weg mit seinen strahlenden Augen. So, habe ich mich jetzt verlaufen? Ach, guck, da ist wieder der Baum. Da ist der Baum. Okay, das heißt, der Baum ist da. Wir sind jetzt durch den Wald. Müssen wir jetzt durch den Wald wieder zurück? Oder war das jetzt ein Mini-Wald? Das ist die Frage. Weil, hier ist ja noch irgendwas gewesen, was wir hätten entdecken können. Oder ist das das, wo wir gerade gehen? Warte mal. Ich gehe mal zurück. Kann doch sein. Warte mal, von dem Baum aus. Warte mal, ich gehe mal zurück. Da war doch vorhin so eine Lichtung, wo ich sagte, da laufe ich jetzt nicht lang. Warte mal. Kann auch sein, dass das da war. Wollte ich mal meinen. Ich kann auch hier runter gehen. Naja, ist gut. Da komme ich wahrscheinlich nicht hoch. Warte mal. Hier ist jetzt ein See. Hier ist ein See. Aber wo ist der? So ein kleiner See. Der ist leider hier nicht aufgeführt. Nur hier. Aber kann mir nicht vorstellen, dass ich da bin. Weil hier ist noch ein Gebirge. Und da kann ich nicht den See von aussehen. Das heißt, dieser kleine Teich, der hier ist, ist nicht aufgeführt. Irgendwas muss hier ja sein. Irgendwas muss hier sein. Da komme ich nicht lang. Das heißt, ich will da eigentlich hoch, ne? Aber das muss ich dir ja auch nicht erzählen. Das ist wieder 3 cm Stein und er kraxelt. Das Spiel ist ein Witz, ey. Jetzt kann ich jetzt. Warte mal. Das aus, wenn ich hier hochlaufen könnte. Machen wir das einfach so. Wo war denn hier die Lichtung? Ich glaube da. Hier. Ich
ich höre den Zettel. Ja. Hier sind wir noch nicht gewesen. Kann das sein, dass der Zettel hinter der Wand ist? Komme ich denn da eventuell hin? Hoch? Ja, guck mal! Scheiße, geil! Ich denke, der Zettel ist hinter da. Ah, guck mal! Edgar hängt auch hier. Vertrauliche Korrespondenz von Wissenschaftlern von Abteilung 22. Doktor, Name geheim. Okay, ungenau. Ich habe Subjektnummer getestet. Es zeigte keine übernatürlichen Fähigkeiten. Sie müssen einen Fehler gemacht haben. Mit freundlichen Grüßen, Doktor Geheim. Doktor Geheim. Ich stimme Ihnen zu. Die zweite Testreihe zeigte keinerlei Fähigkeiten. Betrachten wir das Experiment als erfolglos abgeschlossen. Das Subjekt ist zu entfernen. Wir bereiten den Transport nach Wladimir 30 vor. Bitte vernichten Sie alle Dokumente und die Korrespondenz. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Name unbekannt. Nur geheim. Alles klar. So. Kann das sein, dass wir jetzt gerade hier sind? Das würde dann erklären, warum wir denn hier an dem See lang gelaufen sind. Ich weiß nicht, ob wir den schon vorher hatten, den Zettel hier. Das wäre jetzt da nicht aufgeführt, nein. Okay, also scheint mir so, als wenn wir jetzt da wären. Ich weiß nicht, weil, dass wir da einen Zettel hätten aufgedeckt. Das heißt, wir müssen den ganzen Scheiß wieder zurücklaufen, damit wir nochmal in den Wald kommen. Oh Gott, ey. Ich bin eigentlich dahin gelaufen, wo ich nicht hin wollte. Ja, es ist also sehr tricky in dem Spiel. Du weißt nicht, wo du hinlaufen willst. Es ist eine Insel. Ja, okay. Also, wenn wir da jetzt sind, dann muss ich da jetzt wieder zurücklaufen, oder was? Warte mal, hier geht's ja nicht weiter. Genau, jetzt muss ich hier wieder runter. Da unten ist der See. Ich wollte ja hier erstmal gucken, ob das eine Höhle, ein Eingang oder sowas, eventuell. Ne, sieht nicht danach aus, als wenn wir da lang können. Gut. Das heißt, ich bin das Ende des Sees, eigentlich. So, hier geht es dann immer nicht weiter. Da, oder so an der Ecke, weiß ich nicht. Sieht zumindest danach aus, dass wir das... Das ist der einzigste See, das heißt, wir sind hier. Okay, wenn ich den See jetzt zurücklaufe, muss ich gucken, dass ich auf den Weg komme und dann rechts abbiegen, damit ich in den Wald reinkomme. Weil da war ja... Der Wald, da gucke ich jetzt nochmal. Das müsste 45 sein. 45. Also hier muss noch irgendwas sein. Das heißt, ja... Okay, ja, diese Richtung. Wie will ich jetzt? Na, okay, dann gehe ich jetzt hier hoch. So, am See. Ich bin wieder ein paar Meter gelaufen und er hat wieder keine Ausdauer mehr. So, mal hier haben wir hier so eine Lichtung. Da haben wir den Berg auf der rechten Seite. Also ich könnte ja da lang laufen, da sehe ich vielleicht mal einen Aufgang oder sowas. Das heißt, dann könnte ich diese Abkürzung nehmen zum Wald. Aber ich bin jetzt im Wald. Wahrscheinlich hier lang, oder? Was ist? Das ist wieder ein Zettel.
guck mal einer an. Schön. So. So, bin mal gespannt, ob das jetzt hier... Ob wir schon hier sind. Ich glaube zwar jetzt nicht, aber... Severask. Aufnahme.